Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Mutant Year Zero Road to Eden. Und das ist ein rundenbasierendes Taktikspiel mit sehr, sehr viel Atmosphäre. Und genau das brauche ich jetzt nach Sekiro. Etwas Entspanntes. Etwas, wo ich mich einfach nur entspannen kann. Ich hoffe. Noch weiß ich es nicht. Also, ich habe mir extra ein Spiel rausgesucht, was ich denke, das entspannt ist. Und deswegen möchte ich das unbedingt spielen. Ich würde sagen, es gibt nicht viel dazu zu sagen, weil ich auch nicht, ich habe mich auch nicht viel spoilern lassen. Es ist schon eine Weile lang draußen. Ich glaube, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger. Und nee, vor einem halben Jahr habe ich es mir gekauft. Das muss jetzt schon mindestens ein Jahr lang draußen sein. Aber ich habe Bock drauf. Und deswegen spielen wir das jetzt ab in ein neues Spiel. So, was haben wir denn hier? Normal. Du hast keine Erfahrung mit taktischen Spielen. Gegner verursachen weniger Schaden. Stalker regenerieren nach Kämpfen volle Gesundheit. Abklingzeit von Fähigkeiten werden nach Kämpfen zurückgesetzt. Schwer. Du hast etwas Erfahrung mit taktischen Spielen. Gegner verursachen mehr Schaden. Stalker regenerieren nach Kämpfen 50% Gesundheit. Abklingzeit werden nach Kämpfen nicht zurückgesetzt. Extrem. Du bist erfahren mit taktischen Spielen. Dies ist das vorgesehene Spielerlebnis. Gegner verursachen viel mehr Schaden. Stalker regenerieren nach Kämpfen keine Gesundheit. Abklingzeit werden nach Kämpfen nicht zurückgesetzt. Ja, also ich würde ja eigentlich, müsste ich ja darauf gehen, weil da steht ja, du hast keine Erfahrung mit taktischen Spielen. Habe ich auch nicht. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht. Das letzte taktische Spiel, was ich gespielt habe, war Fallout 1. Also rein theoretisch habe ich Erfahrung. Aber ich denke mal schwer. Es gibt hier ja kein Leicht. Ne? Ihr habt festgestellt, es gibt hier kein Leicht. Ich nehme ja immer den mittleren Schwierigkeitsgrad. Deswegen müssen wir auf schwer spielen. Ich denke mal, das ist in Ordnung, oder? Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Wenn ich chillen will, muss ich eigentlich auf normal spielen. Aber das ist mir doch ein bisschen zu einfach. Komm, wir machen auf schwer. Zur Not fange ich das Spiel neu an und dann spiele ich bis zu dem Zeitpunkt nochmal. So, fertig, aus, Nikolaus. So, ziehen wir es durch. Ich habe Bock zu spielen, deswegen gehen wir einfach mal rein. Und wenn ihr euch das Spiel auch kaufen wollt, beziehungsweise falls ihr es noch nicht im Epic Store umsonst runtergeladen habt, ich glaube, derzeit ist es noch umsonst im Epic Store. Ich bin mir nicht so sicher. Ist eine Weile her, dass ich da reingeguckt habe. Ein paar Wochen. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Prip closes for the night. Ja, und so wird das Spiel quasi aussehen. Es ist wirklich verdammt atmosphärisch, das gefällt mir. Es gibt hier sehr viel zu erkunden. Ja, wie gesagt, ist ein taktisches Spiel und alles. Wir werden auch viel erkunden, weil ich bin halt nun mal so. Ich muss halt erkunden. Steuerung habe ich mich schon ein bisschen eingefunden. Ich habe schon mal gestartet. Wir können da hinten unser Ziel angucken. Ne? Wir können die Charaktere hin und her switchen. Wir können uns verstecken, was mir nicht gefällt, weil es wird da wahrscheinlich Passagen geben, in denen wir es machen müssen. Ach du Scheiße, hast du mich erschreckt. Und ja, ich bin gespannt. Wir gehen einfach mal ins Spiel. Wir laufen hier einfach mal ein bisschen rum. Gucken uns mal ein bisschen um. Gucken, was es hier so gibt. Ich denke mal, hier am Anfang wird es noch nichts Lootbares geben, falls man hier looten kann. Aber laut der Anzeige oben rechts sieht das so aus, als könnte man looten. Komm, gehen wir einfach mal mit Schweini. Trust me, I'm not annoying. Shut the hell up. Want to see annoying? I can show you annoying. What's wrong with you? We're in the zone. Keep your eyes open and... Mouth shut. Yeah, you only told me that 9000 times already, Borman. Ich glaube auch, das Spiel... Der Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel ist eher das Nicht-Entdeckt-Werden. So ein bisschen stealthy, so hinterrücks. Also eigentlich genau mein Ding, oder? Rückkehr zur Arche. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Gehen wir mal direkt dahin. Abseits der Wege, glaube ich, finden wir jetzt momentan eh nichts. Look at this. Beautiful. Just beautiful. This scrap's gonna make us heroes back at the Ark. Seltener Schrott.
Schrott kann im Laden der Arche gegen Waffen, Verbrauchsobjekte und Outfits eingetauscht werden. Outfits, so, das gefällt mir schon mal. Okay, wir können doch schon looten. Mein Loot-Instinkt schlägt an. Wir müssen alles einsammeln. Alles, was geht. The air stinks like mutants. Not just any mutants. Stalkers. Tight muscles. Good meat. I smell it too. Where there's stalkers, there's Ark. Where there's Ark, there's killing time for Skizzix and Treble. They're close. 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 Over there. Come, brother. I'm on their trail. Okay, wir haben da die ersten Gegner. Seltsam, dass die mich noch nicht sehen, obwohl ich sie sehe. Aber gut. Ich laufe erstmal hier hinten ein bisschen rum. Ich brauche Schrott. Ich brauche jeglichen Schrott, den man kriegen kann. Okay, wir können uns auch verstecken. Ich weiß aber nicht, wie man hinterrücks angreift. Wie greifen wir jetzt an? Können wir sie hinterrücks angreifen? Tutorial! Ich brauche dich! Stecken wir uns erstmal hier. Und dann gehen wir mit dem weiter. Wie kann man die Taschen dabei nicht aus- und anmachen? Ich weiß es nicht. Meine ist einfach automatisch ausgegangen. Oh oh. Ich will hinterrücks zuschlagen. Irgendwie. Hinterhalt! Ah, ich seh's. Kämpfe sind rundenbasierend. Jeder Stalker hat pro Runde 2 Aktionspunkte. Einige Aktionen wie Schießen, Granaten werfen oder Sprinten beenden deine Runde, wenn du sie einsetzt. Okay, wir können uns also bewegen, bis wir uns quasi verteidigen. Okay. Mhm. So, Spieler ist am Zug, du wurdest nicht geortet. Okay, perfekt. Aktivierst du diese Einheit, greift sie in den Kampf ein. Ignorierst du sie, bleibt sie bis zu ihrer Aktivierung versteckt. Versteckte Einheiten können von Feinden in der Nähe entdeckt werden. Okay. Ja, aber... Ich würde sagen, du bleibst erstmal da. Du bist ja gut in Deckung hier, ne? Aktivieren wir dich. Können wir uns bewegen? Können hier... Können wir ihn eigentlich schon angreifen? Ich weiß es nicht, wie. Wie greife ich an? Ah. 50%. Okay, den kann ich nicht angreifen. Das heißt, rein theoretisch... Kann ich nicht zurück? Doch. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze. Er kann ja auf mich zielen. Hier kann er auch auf mich zielen, oder? Ja. Dann gehe ich doch dahin. Ich wurde beim Schleichen entdeckt? Wie? Ich dachte, er hat mich schon entdeckt, dadurch, dass ich jetzt aktiviert habe. Egal. So, ich würde sagen, wir verpassen ihn eins. Und schießen. Oh. Das ist ein bisschen krasser als gedacht. Der Feind hat dich gehört. Ja, ach. So, wir ignorieren dich mal. Bleib mal da. Er muss erstmal näher kommen, ne? Zwei Schaden? Schwache Deckung gewährt einen Verteidigungsbonus von 25%. Perfekte Deckung gewährt einen Verteidigungsbonus von 75%. Flankierst du eine Deckungsposition, wird deren Defensivbonus aufgehoben. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Mario-Ding. Dann gehe ich mal darüber. So, schwache Deckung. Ja, ist okay. Dann, was haben wir hier? Nachladen. Oh, nachladen muss ich auch noch. Aber ich habe noch, glaube ich, 3 Munition drin. Ich kann die Waffe wechseln. Alles klar. Falls mir die Munition ausgeht. Das hier ist ja eine Schrotflinte, ne? Streukanone. Den müsste ich eigentlich sogar mit einem Schuss mit der normalen Pistole raushauen, ne? Weil seine ganze Lebensbalken blinkt. Oh, es gefällt mir. Ist das schön entspannend. Oh ja. Scheiße, Kiro. Ja, nimm das. Enough. Never seen ghouls this far south before. Right in our neighborhood. Ja, komm mal wieder mit, Dagi. Durch. Wieso schleichen wir jetzt? Ich will wieder normal laufen. Ich will auch die Taschenlampe wieder aktivieren. Griller! Plus ein zusätzlicher kritischer Schaden. 50% die Chance, Gegner zu verbrennen.
Schadensmodul, Fackel der Altvorderen, die an einer beliebigen Waffe befestigt werden und Brandobjektile abfeuern kann. Sehr gut gegen Ziele aus Fleisch und Blut. Chronist Elvis. Okay, verbessere Waffen in Details, in Deltas Bastelgrube. Ich weiß nicht, wer Delta ist. Können wir auch wieder normal laufen? Glaub nicht, ne? Ich glaube, jetzt schleichen wir hier durch die Gegend. Oh, was ist das? Ich habe Knöpfe gedrückt. Mutationen sind groß, klein oder passiv. In deinem Loadout kann jeweils nur eine Mutation ausgewählt werden. Werteboni sind permanent und werden unabhängig vom Loadout gewählt. Dein Loadout kann außerhalb von Kämpfen im Inventar jederzeit angepasst werden. Ja gut, das heißt, wir haben ja auch einen Skillbaum. Okay, das ist cool. Das gucken wir uns später an, wenn es relevant wird. Ne? Das Inventar. So, wir könnten Sachen ausrüsten, wenn wir Sachen hätten. Haben wir aber nicht. Komm, schleichen wir weiter. Und wir können das hier untersuchen. Hab ich gesehen. Hä? Hier war doch gerade irgendwas mit untersuchen. Untersuch doch die Schüssel, Mann. Und ich will, dass du normal läufst. Let's split up. Okay. Das ist also verteilen. Ah! Aber mit der Taschenlampe laufen wir ein bisschen schneller. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie man die Taschenlampe aktiviert. Alles klar, ich glaube, ich sehe, was ich untersuchen kann. Ha, da! That's a... We saw one of these things once. Filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Das ist ein Flugzeug, Junge. Musst du doch kennen. Schrott, ja, nice. Ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen, aber ja, nice. Hauptsache erstmal dabei haben. Hier wird gelootet, was geht. Wir stecken. Oh, guck mal. Da, wo wir hin müssen, sind Gegner. Wer hätte gedacht? Ist ja was ganz Neues. So, aber da, wo wir nicht hin müssen, da gibt's Loot und da sind keine Gegner. Mal gucken, wie wir hier agieren werden, ob wir uns jetzt öfters verstecken oder eher angreifen. Weil angreifen wird wahrscheinlich auch Erfahrung bringen, oder? Falls man hier Erfahrung sucht. Vielleicht kauft man sich auch den ganzen tollen Kram. Okay, Taschenlampe erstmal aus. Obwohl, wir gehen bei hier lang. Oder kommen wir von hier? Doch, wir kommen von hier, alles klar. Aber hier ist noch irgendwas. Ach, der Fluss, den kennen wir ja schon. Na, guck mal, was ist da? Nur eine kaputte Hütte. Na gut, Licht aus. Ab zu den Gegnern. Noch können wir Licht anmachen. Got ourselves some ghouls. One of them looks like he ate a ghoul. Better get into ninja mode. Listen, turn off your flashlight. If we sneak by the water, they won't see us. Aber ich sehe da Loot. Gegner mit einem roten Schädel haben für dein Team eine zu hohe Stufe und töten euch. Wer hätte es gedacht? Welche Gegner mit roten, weiche Gegner mit roten Schädeln aus und erkunde die Zone, um dich mit Gegnern zu messen, die der Stufe deines Teams entsprechen. Frage ist, können wir zurückkommen oder kann ich mich da hinschleichen und das Ding einsammeln? Das ist hier die Frage. Super. Wie? Rein theoretisch könnten die mich doch nicht sehen. Give me the stalkers! Let them come! Where are you? Ark don't even love stalkers. Okay, wir könnten jetzt sogar schon Hinterhalt starten. Was ist das? Defekte Waffe. Oh, ich will den Loot da hinten. Aber wenn ich hier reingehe, sehen die mich, ne? Wieso erweitert sich das? Oh Gott, das ist ja wie so eine Todeszone. Stufe 55 ist klar, ich will an den Loot, Mann. Kann ich kurz speichern? Einfach nur, um zu gucken. Spiel speichern. Sitzung 3. Zwei Sitzungen habe ich nämlich schon gemacht. Okay, pass auf, Junge. Du versteckst dich mal hier. So, nehmen wir das Schweinchen. Das ist noch unauffälliger als der Vogel. Ich will nur den Schrott! Hey, Rotheads! The party's over here!
Ja, gut. Au. Nähere dich dem Ziel und verwende ein Medikit, um es innerhalb der angezeigten Runde zu retten. Ja, die wissen ja nicht, wo ich bin, ne? Ich hab mal Erfolg bekommen. Okay, gut, ich kann nicht viel machen. Laden wir. Der Erfolg war es wert. Ist richtig, naja. Gut, somit wissen wir kommen da nicht ran. Obwohl ich an den Schrott bin ich da rangekommen, ne? Wenn man die nur irgendwie weglocken könnte. Ich will nur einmal ganz kurz versuchen, an diesen billigen Schrott heranzukommen. Gott, der ist in der Zone. Okay, mein Partner kann also jederzeit in die Zone rein. Gut, das wird nichts. Gehen wir. Ich glaube, das wird nichts. Oh, wir sind am Ziel angekommen. Reisen? Kann ich wieder zurück zum Metallvogel, um das später zu holen? Das wäre doch mal interessant. Bei Delta kannst du nicht benötigte Waffen gegen Waffenteile austauschen. So. Neuer Schauplatz entdeckt. Östlicher Außenposten. The Ark's up ahead. Home, sweet home. Oh, I'm gonna kiss that elevator when I see it. Get upstairs, take a bath, get a grog with the boys. Get another grog with the boys. Foot massage. Oh, it's gonna be great. Wollen wir mal sehen, ob wir das überhaupt erreichen. Ich als Kacknoob. Der Metallvogel ist da hinten. The campsite. Looks like a family lived here. Lived here and died here. Nothing like a bunch of... Heilung! Du kannst im Inventar jederzeit ein Medikit benutzen, um deine Stalker zu heilen. Heilung außerhalb von Kämpfen regeneriert immer deine gesamte Gesundheit. Oh, gut zu wissen. Werde ich aber nicht brauchen, ich bin ein Profi. Krieg das doch so hin. Der Kacknoob-Profi. Ich bin der Kacknoob-Profi, Freunde. Ich schaff das schon. Oh, guck mal, da ist noch mehr Loot. Defekte Waffe. So krieg ich nur defekte Waffen. Ich will richtige Waffen. Okay, ist vielleicht für den Anfang jetzt zu viel gewollt. 5 Minuten im Spiel, gib mir die beste Waffe des Spiels. Sonst töte ich Leute. Was ich sowieso tun werde mit diesen Waffen. Aber guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Oh, ich liebe es. Es gibt übrigens ein anderes 2D-Spiel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen. Aber der kommt 2020 raus und da freue ich mich auch schon drauf. Also, ich muss sagen, so Postapokalypse und so, das ist schon so mein Ding. Ich glaube, das werde ich so verstärkt jetzt spielen. Weil ich liebe diese Atmosphäre und, ach, das sind einfach so schöne Spiele. Ich muss mich halt irgendwie mal fokussieren, damit ich halt auch mal zu was komme. Ansonsten spiele ich alles Mögliche und dann komme ich nicht auf das, was ich spielen möchte unbedingt. Wie das hier jetzt zum Beispiel. Ich hab jetzt einfach angefangen. Ich wollte schon vor einem halben Jahr spielen, da kam Sekiro raus. Wohl eins der größten Fehler meines Lebens, dass ich das Let's Playen wollte. Aber ich dachte mir so nach Dark Souls, weil Dark Souls, das lief ja ganz glatt ab, ne? Würde ich damit klarkommen, aber es war trotzdem sauschwer. Am Anfang leichter als Dark Souls, später schwerer als Dark Souls. Definitiv. Huch. Wieso wird das hier so hell? Ich sehe da hinten was Lidern ist. Huch. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Zeit für einen Hinterhalt. Schleichen. Wenn unentdeckt, kannst du feindliche Positionen ausspähen und isolieren. Schwache Gegner mit deinen lautlosen Waffen ausschalten. Habe ich lautlose Waffen? Stimmt. Die Ente hat einen Crossbow. Okay, hätte ich vorhin schon machen können. Na gut. Du kannst einen Kampf zu deinen Gunsten entscheiden, indem du die Zahl deiner Gegner unauffällig verringerst. Oh, das ist genau mein Ding. Junge. Oh, genau das will ich. Mit der Ente gehen wir hier voran. So, aber erstmal gibt es hier wieder Loot.
Ah ja, gib mir den Schrott. Okay. Schleichen wir uns an. Gucken wir mal, wie wir die Position zu unseren Gunsten ausnutzen können. Hungry. Hungry. I says we take the Ark. Taste the mutants. Love me some mutants. There we go. Rip their hearts. Crush their... Hey, hey. Hear that noise. I hear my stomach. Hungry. Kill. Okay, ich meine, wir könnten jetzt einfach angreifen und uns dann Keks freuen. Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Du kommst mal her. Let's split up. Du bleibst mal stehen. Dich verstecken wir nämlich da hinten. Hier so. Da ist der andere. Da ist der andere. Ich sehe ihn jetzt. So, okay. Wenn wir uns da anschleichen, können wir den auf jeden Fall schon mal töten. Wir müssen nur bis zu diesem Bäumchen kommen. Verdammt. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir die Position, die wir wollen. Bleib stehen. Irgendwo. Der wird höchstwahrscheinlich zurückkommen. Und dann starten wir den Hinterhalt. Wir müssen halt einfach nur einen guten Zeitpunkt finden. Okay, Hinterhalt! Jetzt verstehe ich das Spiel wenigstens. Okay, dann schieß mal. Ach, ich liebe es. Ich bin gerne ein Arschloch. Level up. Wenn dein Team aus Stalkern aufsteigt, erhält jeder Mutant Mutationspunkte. Mit Mutationspunkten können mächtige Kampfmutationen für deine Stalker freigeschaltet oder Werte wie Gesundheit oder Bewegungsrate verbessert werden. Das gefällt mir. So. Was haben wir denn hier? Durch die Optimierung deiner Körperfunktion kannst du deine maximale Gesundheit permanent um 1 TP erhöhen. Also wir haben anscheinend nicht sehr viel TP, aber gut. Oh, mein Gesicht brennt. Ah. Okay, ich hab mehr Leben. Und bei dir wahrscheinlich dasselbe, oder? Was ist das hier? Eine höhere kritische Trefferchance ermöglicht dir, die Köpfe deiner Gegner genauso ploppen zu lassen, wie die Pusteln auf Bormins Rücken. Dieses ungetüme Verhalten kostet dich allerdings etwas Treffersicherheit. Oder mehr Leben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal bei ihm auf richtig schön Damage, richtig kritischen. Oder kommt die Mutation? Nice! So. Waffen können wir wahrscheinlich jetzt nicht viel machen. Rucksack. Oder ist da drin? Das drin. Freigeschaltete Mutationen. Oh. Okay. Also die ist jetzt drin, ne? Also man muss jetzt nicht viel machen. Ah, ich kann jederzeit zurückreisen. Perfekt. Erstmal looten wir hier den Schissel. Yeah, yeah. Prize time. Dönerbüchse kann Deckungen zerstören, wirft Gegner zurück. Diese gasbetriebene Kanone wird sehr humorvoll nach ihrem Schussgeräusch benannt. Sie feuert große Projektile ab. Ihre mangelnde Subtilität kompensiert die Dönerbüchse mit ihrer Feuerkraft. Sie kann die meisten Gegner zurückwerfen. Grundestelli, ja, Hört sich jetzt nicht so geil an. Ich meine, nützlich ist es schon, aber geil jetzt nicht unbedingt. Ich will lieber so Stealthy-Sachen haben. Das wäre halt genau so meins. Und ich werde mal gucken, ob ich die beiden vielleicht auch so ein bisschen Stealthy töten kann. Ich kann bestimmt aus dem Haus heraus die töten, oder? Gut, hier gucken wir uns gleich noch ein bisschen um. Ah, wir kommen noch ein bisschen...
Hier durch, okay. Gehen wir mal Richtung Auto. Und dann starten wir den Hinterhalt. Dich aktivieren wir und dann versuchen wir... Ah, verdammt. Außer Reichweite. Und der überlebt das. Schade, schlechte Position. Der Feind hat dich gehört, aber nur nicht entdeckt, oder? Ach, der ist Stufe 6. Oh, ich hätte den anderen nehmen sollen. Ah, okay. Okay, wir haben auch übrigens keine Munition, wir hätten nachladen sollen. Mein Fehler war es jetzt, nicht darauf zu achten, was für ein Level die haben. Ich hätte mich an den Level 4er anschleichen sollen. Den hätte ich leichter one-shotten können. Aber gut, aktivieren wir den auch. Nehmen wir allerdings die hier, weil die Streukanone wird... Doch, die Streukanone macht ein bisschen mehr Schaden. Aber die Genauigkeit geht runter. Hat funktioniert. Der Feind hat dich gehört, ach. Oh, er läuft weg. Oh ja, komm näher, das gefällt mir. Au. Okay. Hätten wir auf normal gespielt, wäre ich eigentlich wieder vollgeladen. Schade eigentlich. Ja gut, was haben wir noch? Nachladen, Granate werfen, überwachen. Reaktionsschuss in feindliche Runde abgeben. Okay. In einer Defensivposition eingraben. Du werdest 25% schwieriger zu treffen. Okay, ich werdere. Und vermeidest Statuseffekte. Runde überspringen. Und Heilung. Oh, den könnte ich eigentlich easy töten, ne? Wie sieht's mit der Waffe aus? Weil hier ist die Trefferwahrscheinlichkeit höher. Komm. So, das zu deinem Kollegen. Von hier aus könnte ich treffen? Ernsthaft? Okay. Oh, ich hab wieder einen Schuss. Achso, nee, das sind meine Runden. Ich muss höchst... Ah, ich... Scheiße. Ich muss nachladen. Oh Gott. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen... dumm gedacht. Scheiße. Ach, Mann. Ah, gut, das tut weh. Das tut weh. Ah, das tut weh. Also, das hätte ich besser machen können. Wesentlich besser. Naja. Come on. Boombox. Eine seltsame, sprechende Kiste, die dich wie eine Schlange anzischt, wenn du sie einschaltest. Manchmal, abhängig von ihrem Standort, spricht sie mit Pieptönen, Pfeifgeräuschen oder leisen Stimmen. An der Vorderseite ist ein praktisches Fach für die Aufbewahrung von Gegenständen angebracht. Oh, ich find's so. Ich find's ja irgendwie ein bisschen niedlich, dass die nicht wissen, was das alles für Gegenstände sind. Die denken bestimmt auch, das ist ein Fach, da kann ich Sachen unterbringen. Hm. Plus eins irgendwas. Nutze Artefaktpunkte in der Arche für Verbesserung. Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly jungle behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are for. I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up your butt? That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. Ach, ist das cool. Ja, also, wir mussten jetzt auf die harte Art und Weise lernen, wie man sich anschleicht, indem man es falsch macht. Schön, ne? Aber mir gefällt das Spiel. Es hat so was Chilliges. Ah. Okay, ich denke, wir können jetzt weitergehen. Wir müssten jetzt hier alles geplündert haben. Haben wir hier schon? Achso, ja klar. Hier haben wir gerade die Leute umgebracht. Okay, damit haben wir alles mitgenommen. Wir haben eine neue Waffe. Mal gucken, ob wir einen Nutzen dafür finden. Höchstwahrscheinlich schon. Wenn wir das Spiel ein bisschen näher kennengelernt haben und die Vorzüge dieser Waffe kennen. Aber was haben wir denn da? Defekte Waffe. Wer hätte es gedacht? Oh, wir sind aber noch lange nicht am Ziel. Und was sich da hinten in den Schatten verbirgt, Freunde,
Ah, wir sind am Ziel. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.